Ich bin hier in Medjugorje bei den Blauen Kreuzen und ich bin mit, wie heißen Sie? Franz Linschinger. Und woher kommen Sie? Ich komme aus der Steiermark, aus dem Bezirk Murau. Und wie oft waren Sie schon Und ich bin jetzt das 73. Mal hier. 73. Mal, ja. War das erste Mal im Jahr 2000 hier. Ja. Meine Frau war vorher schon zweimal herunten und hat mich dann gefragt, ob ich nicht noch einmal mit möchte nach Medjugorje. Das ist ein schöner Ort und ich habe gesagt, nein, du kannst fahren, wenn du willst, aber ich fahre nicht. Es interessiert mich nicht. Und sie hat dann einen Geburtstag oder irgendein Ereignis war, dann habe ich gesagt, ja, ich fahre einmal mit. Mhm. Und dann war ich das erste Mal hier und dann habe ich meine Erlebnisse gehabt. Was ist passiert? Einige so, das ist eigentlich, ich will das nicht, naja, das ist eine Privatsache, aber das hat mich sehr ergriffen und ich habe dann begriffen, dass eigentlich der ganze Himmel stimmt, dass alles, was da gesagt wird, dass das alles stimmt. Und dann bin ich aus Medjugorje kaum draußen gewesen, habe ich mir gedacht, ich muss etwas machen, damit dass da mehrere Leute herunterkommen. Und ich selbst bin dann in diesem Jahr gleich zweimal heruntergefahren und habe dann versucht, eben Menschen anzusprechen bei uns in der Ortschaft und habe dann eigentlich relativ in kurzer Zeit hab dann 18 Menschen begeistern können, die nicht einmal gewusst habe, dass der Ortschaft, dass die diese Ortschaft gibt oder diesen Ort gibt. Die haben gesagt, ja, wenn du unten warst, dann fahre ich vielleicht auch mit und dann sind sie auch mitgefahren. Sind auch teilweise berührt worden. Es ist, die Begeisterung ist die Berührung, sage ich mal. Das ist ja nicht irgendetwas, das ist ja, es ist ja so. Und ja, und wie gesagt, ich bin jetzt 73. Mal da. Und für mich ist das immer ergreifend oder immer eine große Freude, wenn wieder neue, und ich bin mit einer Gruppe da, das sind etwa 50, 80, glaube 48 Leute. Und ich sehe dann, wie betroffen oder wie gerührt die Leute, die das erste Mal da sind, wie die da sind. Und das ist für mich, jetzt nach der Pandemie, ich war jetzt 3 Jahre nicht hier. Und das ist für mich wieder jetzt der Touch, dass ich sage, ja, ich werde wieder weiter das machen. Und ja, für mich. Und was ist der schönste Ort für Sie hier in Medjugorje? Also es ist alles schön. Es ist einfach und man spürt, dass da die Mutter Gottes weckt, dass sich da Himmel und Erde treffen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel einen gehbehinderten Mann mit, einem jungen Mann, der ist vielleicht so um die 40 herum und der ist von den Burschen vom Cenarclo heute hinaufgetragen worden und das ist, ich war zu Tränen gerührt auf den Erscheinungsberg und das war für mich, ich bin zu Tränen gerührt gewesen, dass mir das gelungen ist. Ja. Weil da muss man ja dann schon im Vorfeld das organisieren und das ist eigentlich gut gelungen. Mhm. Und ich habe eine ganz eine gute Dolmetscherin, auch die Maria, die hat mir das alles erledigt. Weil ich vom letzten Mal schon gewusst habe, dass das früher angefordert werden muss, wenn man die Menschen braucht. Und für mich war es heute und auch die anderen Leute, die haben alle gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen. Und da merkt man eben, dass das sehr einfach ist, den Himmel und die Erde gemeinsam wirken zu lassen. Und ich sage, gerade in dieser Zeit ist es jetzt wieder wichtig, dass man die Menschen versucht zusammenzuführen. Genau. Weil das ist ja weit entfernt, das ist ja alles jetzt durch das ganze Geschehen, was ist. Es ist, jeder ist ein, weiß ich, die nicht für sich selbst auseinander. Ja. Genau, und es ist ja nachweislich, jede fünfte Bekanntschaft und Freundschaft ist ja durch diese Situation verloren gegangen und die finden nie mehr zusammen. Oder eher schlecht zusammen. Und ich sage, das ist wieder der Versuch, dass sich Menschen wieder treffen, dass Menschen beisammen sind, dass im Bus schon einmal das, und das muss man halt versuchen, möglichst so zu machen, dass niemand alleine bleibt, dass alle, weil wir sind alle gleich, wir haben alle es hat keiner eine besondere Qualität, sondern jeder hat eine Qualität auf seine Weise und seine Art. Das ist nicht so, dass man sagt jetzt, ja, mein, der kann das nicht oder was. Dafür kann er ganz was anderes, viel besser als wie. Und ich glaube, das zu erkennen, da muss der Mensch jetzt wieder neu gefordert werden, damit die ganze Sache wieder zu greifen beginnt, dass man wieder den mehr anderen Menschen akzeptiert, den wieder ins Auge schauen kann, den wieder zu motivieren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist auch für mich die Motivation. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei dieser Gruppe 3 Priester mit. Das ist also das Schöne. Das ist auch für mich etwas,
ganz Besonderes. Also das ist, andere haben nicht einmal einen und ich habe drei Priester mit. Also das ist dann so, ich habe schon einmal einen Bischof mitgehabt, aber eigentlich das von der Kirche noch gar nicht gewollt. Jetzt ist es ja so, dass Papst Franziskus gesagt hat, das soll ein Gebetsort. Das wird akzeptiert und nach Möglichkeit sollten auch Priester mitfahren, um dem einen Charakter zu geben. Ja, einen christlichen oder einen katholischen Charakter zu geben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da habe ich dann einen Bischof mitgehabt oder auch schon andere Priester. Und das ist was Schönes und das sind alle. Sie sind natürlich dem Kirchengeschehen, müssen sie gehorsam beweisen, das ist ein ganz klarer Fall. Aber es hat keiner gesagt, dass das ein Blödsinn ist oder es hat keiner gegengestellt, ganz im Gegenteil. Mhm. Die haben das damals schon gemerkt, aber nur haben sie natürlich das sagen müssen. Mhm. Es ist vom Vatikan noch nicht anerkannt, ist auch als Erscheinungsort noch nicht anerkannt, aber als Pilgerort. Mhm. Und das ist ja da schon das Wichtige. Genau. Ich meine, hier in Medjugorje ist ja zum Beispiel das Rosenkranzgebet ist sehr zentral. Beten Sie den Rosenkranz inzwischen? Ich bete mit meiner Frau zum Beispiel. Wir sind meistens um 6 Uhr morgens, wenn wir munter. Mhm. Dann beten, fangen wir an schon mit dem Angelusgebet. Mhm, dann beten wir für, ich sage jetzt mal, in etwa 55 Priester namentlich. Mhm. Wow. Beten wir. Aha. Dann beten wir dann für den Papst. Aha. Dann beten wir für Geschehen. Dann beten wir zum Beispiel, wenn wir wissen, dass an diesem Tag jemand Geburtstag hat. Dann kriegt er ein unsichtbares, für ihn unsichtbares Geschenk, ein Gebet, ein Vater unser, gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater. Ja. Und ich glaube, man muss nicht sagen, du, ich habe für dich gebetet, sondern wir tun es. Und das ist das. Und ich bin in Pension schon seit einigen Jahren und zu Mittag beim Essen wird sowieso gebetet. Um 3 ist dann der Barmherzigkeitsrosenkranz, das wird auch gebetet, dann gibt es eine kleine Jause. Und dann, und das ist unser Tagesablauf. Mhm. Außer man hat wirklich was, dass es dann nicht geht, dann beten wir halt erst am Abend oder irgendwo, wo wir dann zusammen sind. Und hat das Rosenkranzgebet Ihre Ehe, Ihre Familie verändert, wenn Sie das? Ich sage mir, jetzt haben wir zum Beispiel eine Episode, muss ich jetzt erzählen, und zwar mit die jüngste Tochter, die ist dann mit einem Mann, also zusammenkommen auch nicht. Und der hat dann nicht einmal das Kreuzzeichen gemacht. Also wir haben gesagt, bei uns wird zu Mittag gebetet und wir lassen uns nicht das nehmen. Und er hat nichts gesagt und wir haben auch nichts gesagt, wenn wir dann nehmen, weil dann ist unser Gebet. Und jetzt ist er so, dass er in der Kirche arbeitet. Und auch die zweite Tochter, also alle bis auf den Sohn, der hat momentan noch zu viel Arbeit, der arbeitet bei einer großen Firma und da ist er zu viel eingespannt, also der kann sich für das noch nicht vielleicht so frei nehmen. Mhm. Aber die anderen Kinder, also wir sind 4 Kinder und die 3 Kinder, die sind sehr im Glauben und dessen Kinder auch schon. Wow. Also das ist schon, die können den Rosenkranz, die beten, der betet mit 4 Jahren zum Beispiel den Rosenkranz perfekt, aber als Vorbeter. Wow. Und ich glaube, das sind die Früchte. Ja. Das sind die Früchte, das Rosenkranzgebet und das gehört wieder viel mehr in die Menschen hineingebracht. Und das ist natürlich eine langwierige Sache. Aber ich sage immer, wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Der zweite zentrale Punkt ist hier die Beichte. Ja. Können Sie die Schönheit der Beichte erklären und warum? Wenn es gibt bestimmt Leute, die jetzt zuhören, die sagen, sie sind begeistert und ich habe Angst, jetzt zum Priester zu gehen. Was denkt er von mir nach 20 Jahren? Es ist so, das ist nämlich das Hobby auch gehabt. Das ist noch von früher her, ich bin doch schon älter. Ne? Und das war früher immer eigentlich irgendwo die Beichte, das war so die Situation. Ja. Und da ist das schon anders. Man sitzt dem Priester direkt gegenüber. Er führt einen schon ins Gespräch ein. Es ist keine Wand zwischendrin, sondern man sieht sich. Es ist nichts, man sieht sich und wenn man irgendwo stecken bleibt oder hängen bleibt, er ist behilflich. Und ich sage, das ist einmal ganz wichtig. Und es geht ja eigentlich um das, dass gewisse Sachen, das du vielleicht mit dem Partner nicht aussprechen kannst, sage ich jetzt einmal, weil es irgendwo ein Fehler oder irgendwo eine Situation macht das, was nicht ganz richtig war, was die eigentlich belastet und was wirklich auch eine Sünde ist, so sage ich es,
dann kannst du das dem Priester. Das ist gegen die Liebe zum Beispiel. Oder man geht dann zum Priester und der Priester kann dir da helfen, weil das sind psychologisch sehr gut geschult. Und ich denke, dass der dir dann wirklich helfen kann. Und also für mich war es die erste Beichte, denn dann nach 30 oder 35 Jahren war ich nie Beichte und jetzt gehe ich alle halbe Jahr. Also Ostern und Weihnachten zumindest so bei, und wenn ich Mädchen bin, sowieso. Mhm. Aber ich sage, es ist eine befreiende Situation, wenn der Priester dann in der Macht seiner Lossprechung sagt, ich spreche dich frei im Namen des Vaters. Ne? Dann sagt man, das ist irgendetwas Besonderes und es ist erhebend und man weiß, die Sünde ist weg. Und das muss man sich bewusst sein, man braucht die Sünde nur einmal beichten. Ja. Dann ist aber, sobald die Lossprechung ist, ist das alles vorbei. Das kann vorbei. Die schwerste Sünde sein. Das kann Scharlachrot sein, genau. Schneeweiß. Ja, ne? genau. Das ist das Versprechen der Bibel. Ja. Und wissen Sie, ich glaube, dass viele Leute denken, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen und uns in die Hölle schickt. Aber so ist er nicht. Wie ist Gott der Vater? Gott der Vater, das ist also die symbolische Darstellung. Früher, wo zum Beispiel die Leute nur immer auf Bilder aus sind oder eben das nur mit dem darzustellen war und begreifen konnten. Es ist denn durch den alten Mann oder der alte Vater ist eigentlich die Ewigkeit oder das lange Bestehen der Gottheit, dass das schon ewig ist, ist mit dem sichtbar gemacht worden. Ja. Und was ist Gott der Vater? Ja, Gott der Vater ist eigentlich, jeder Schritt für mich ist Gott der Vater. Aha. Jeder Schritt im Leben, ein jedes Wort, eine Begegnung, das ist immer Gott Vater in den drei Personen. Ne? Ja. Das ist ja Liebe für Sie. Das ist für mich Liebe. Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Ja. Vergebung pur. Und der himmlische Vater kann uns nur helfen, wenn wir ihm bieten, dass er uns helfen sollte. Ich vergleiche das vielleicht so, wenn mir etwas passiert im Garten und ich kann nicht aufstehen. Wenn ich zum Nachbarn nicht sage, bitte hilf mir, dann werde ich doch dort liegen bleiben. Zum Beispiel, ich nenne das heute so, oder ich sehe das so, man muss sprechen, man sollte auch wieder mehr auf das zurückkommen, dass auch der jeder Nachbar eine Wertigkeit hat. Und oft kommt es wirklich nur auf ein Wort oder ein paar Sätze an und man kommt in die Diskussion und das ist wieder. Ja. Und heute ist ja nur, wenn man heute schaut in der Schule oder von den Kindern am Busplatz warten. Jeder sitzt nebeneinander, die finden nicht einmal Worte. Und das ist auch da. Oder das ist auch das, was man im Bus oder in der Gesellschaft, in der Unterkunft machen sollte. Nicht? Und das gelingt da voll. Und ich beginne meistens die Pilgerfahrt schon mit dem oder mit den Worten und so, bitteschön, sprechen wir uns während der Reise wenigstens mit dem Du an. Dann ist schon etwas gebrochen von vornherein und dann läuft das schon ganz anders. Und ich glaube, das sind oft so kleine, ganz kleine Sachen und das ist das Wertvolle dabei und das ist auch Medjugorje, aber das ist natürlich woanders auch. Nur man kriegt da vielleicht eher den Touch oder die Berührung, das ist, man sieht, dass eigentlich dort bei uns die Unterkunft, der Vermieter, der ist äußerst freundlich, der macht alles, der tut alles und ich glaube, das ist auch was. Hingabe, Liebe, ne? Liebe, Liebe, Liebe. Und Sie sind verheiratet und es gibt viele Leute hier in Medjugorje, ich bin jetzt einige Zeit hier, die suchen nach ihrer Berufung. Was würden Sie sagen, wie soll man am besten einen Ehepartner auswählen? Was ist auch eine glückliche Ehe? Können Sie da einen Ratschlag geben? Ich meine, Sie sind ja, es ist auch so, eigentlich, man sollte dem Partner, ist am besten, wenn man, ich sage jetzt einmal, mit so einem Ort zum Beispiel, weil dann ist zumindest da schon die Gemeinsamkeit oder die ähnliche Glaubenshaltung gegeben. Und es führt dann viel eher zusammen, als man sagt auch, du, pass auf, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, was du sonst vielleicht nicht sagst. Und wenn du aber Beichte gehst oder wenn du jetzt bist, dann sagst du eher, du, entschuldige, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, verzeih mir das bitte. Und das ist wichtig in der Ehe. Und das ist ganz wichtig in der Ehe und auch wenn die Kinder das sehen,
dann ist das schon eigentlich für die Kinder auch ein Anstoß und die sehen dann das. Also das Vorbildleben, sage ich, das ist nicht das nur ist reden, halt ganz, sondern wenn nicht das die nur Eltern reden, machen, und die Daten das genau. sind, die Daten sind das ja. Wichtige und nicht das leere Gefasel. Ja. Das ist und vor allem nicht Neid. Was ganz schlimm ist, das hat ja zwar mit der Ehe nichts zu tun, aber der Neid, dass man jetzt zum Beispiel jemand ein schönes Auto, dann sagt, wow, wie kann der sich das Auto leisten? Das kostet so viel Geld, das ist nicht mein Kaffee. Mhm. Ich gönne ihm das zum Beispiel und auch meine Frau und alle. Und wir sagen, wir wünschen dir gute Fahrt, hoffentlich passiert dir nichts. Ja, weil wir das auch wissen, oder das merkt man ja auch, dass der vielleicht einen Kredit nehmen hat müssen. Ne? Ja. Das, der hat halt das dann auf, das schöne Auto stehen. Das ist alles okay, das passt eh. Und ich bin halt jetzt eher schon sachlich denkend. Ja. Ich sage, ich brauche kein neues Auto, das Auto muss fahren und mit dem muss ich zufrieden sein. Ja. Und also die Zufriedenheit liegt in der Wenigkeit. Und nicht in dem, der materielle Besitz, das ist nichts. Zuletzt bleibt dir nur die Liebe. Die Liebe. Das ist das, alles, was bleibt. Ja. Alles andere geht weg. Ja. Und zum Ende, was würden Sie Leuten sagen? Warum sollen die vielleicht mal nach Medjugorje kommen? Die Leute meinen sie so. Ich würde sagen, so wie ich begonnen habe, wie es mir gegangen ist, dass ich aus einer eher abstoßenden oder abneigenden Situation heraus da vielleicht den Touch kriegen und dann sagen, ja, mir geht's besser oder mir geht's gut oder ich fühle mich wohl oder mir geht's gut oder mein Nachbar, mit dem muss ich jetzt zum Beispiel endlich einmal die Hand geben und sagen, du kannst eben machen, was du willst. So kleine Gesten, und das wünsche ich an jeden Menschen, dass er in Frieden und in der Liebe leben kann. Ne? Und das findet man hier in Medjugorje. Und das findet man in Medjugorje, und man findet nicht das nur in Medjugorje alleine, sondern man kommt dann zu dieser Lebensphilosophie. Ja. Das ist allerletzte Frage, weil es so schön war, Sie darauf jetzt zustoßen. Sie sind katholisch, jetzt können Sie Werbung machen. Was ist die Schönheit von unserem katholischen Glauben? Der katholische Glaube eigentlich, das ist durch Jesus Christus eingesetzt worden. Mhm. Alle anderen, es darf alles sein, aber der katholische Glaube ist von Jesus Christus eingesetzt worden. Mhm. Und Jesus Christus hat am Gründonnerstag die Eucharistie geschenkt. Und ich sage, das ist das Allerwichtigste. Und es ist eigentlich für mich der schönste und der älteste Glaube, und er hat das in der Ganzheit, in der ganzen Fülle. Mhm. Da wird nichts ausgeschlossen, sondern das ist von Grund auf alles drinnen, alles Geschenk. Das ist das vollste Geschenk, was man überhaupt haben kann. Glücklich leben kann. Ja, dass man glücklich leben kann. Ja. Okay. Danke für dieses schöne Interview. Bitte, gerne.